Einen wunderschönen guten Tag, liebe Jungs und Mädels. Heute hier aus Cluj. Wie man hören kann, ist das Ganze hier ein Voice-Over. Das heißt, ich habe mal wieder mit der Technik zu kämpfen. Mein Mikrofon hat hier nicht entsprechend aufgenommen. Insofern nachträglich drüber gesprochen. Ja, wir sind auf dem Weg Richtung Oradea. Und wie allgemein bekannt, versuche ich ja immer, die Autobahn zu vermeiden und Schnellstraßen zu vermeiden. Insofern habe ich mir hier den Umweg über den Apuseni-Nationalpark rausgesucht. Was uns da erwartet, werden wir sicherlich noch sehen. Insofern, ja, mal wieder kein direkter Weg. Ziel ist Oradea als letzter Punkt hier in Rumänien und danach soll es eigentlich auch schon mit schnellen Schritten Richtung Heimat gehen. Da habe ich noch einiges zu tun. Es gibt noch einiges an Vorbereitung für den weiteren Part Südamerika zu klären. Insofern, ja, will ich keinerlei Zeit mehr links und rechts vertrödeln. Sachen, die noch auf dem Weg liegen. Mein geplanter Weg ist, durch Polen zurückzufahren. Das ist halt auch mehr oder weniger der direkte Weg. Da komme ich sicherlich an dem einen oder anderen Punkt vorbei, den ich auch aus meinen Kindheitstagen kenne. Da werde ich sicherlich nochmal hier und da anhalten. Aber im Grunde genommen ist, wie gesagt, jetzt der Weg schnellen Schrittes nach Hause. Gut, wir machen uns auf den Weg Richtung Oradea. Ja, ne, ich meine hier, wenn man hier so guckt, mit dem See davor, dahinter die Klippen, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht, da präsentiert sich Rumänien schon von seiner aller besten Seite fast. Es gibt noch ein paar Spots, die noch schicker sind, aber das ist hier schon echt eine schöne Gegend. Ja, da hinten sieht man das. Wahnsinnig schick. Aber wir fahren hier kleine Nebenstraßen und wir wollen Richtung Norden, insofern biegen wir hier mal ab. Ja, mächtig gewaltig. Mächtig gewaltig, Egon! Ja, wir haben heute übrigens laut Motorrad 21 Grad. Wenn ich obligatorisch meine 3 Grad abziehe, dann sind wir nur noch bei 18. Wie 18 fühlt sich nicht an, aber warm ist es auch nicht. Also Junge, also normalerweise würde ich diese Temperaturen absolut bevorzugen, aber nach gefühlt 4 Monaten immer nur über 30 Grad ist das gerade, uiuiui, wird mir gerade richtig kalt. Aber ich habe ja zum Glück noch Klamotten zum Drunterziehen. Aber es ist mal eine Abwechslung, ja. Ich habe keine Ahnung, ob das auf den Kameras rüberkommt, aber das war unglaublich schön. Und heute passt auch noch das Wetter so perfekt. Ein Traum! Der Umweg hier raus hat sich auf jeden Fall jetzt schon gelohnt. Das hättest du auf der direkten Landstraße, Schnellstraße, wie auch immer, nach Oradea definitiv nicht zu sehen bekommen. Nicht in dieser Form.
ist echt wahnsinnig schön. Vor allem, wenn du dann noch auf so einer super guten kleinen Straße fahren kannst, brauchst du dir noch nicht mal große Gedanken machen. Das ist toll. Der Ausblick ist echt Wahnsinn. Das Schöne ist diese Kombination zwischen diesen sanften Hügeln, größeren Bergen und dann hinten halt Richchen. Da zum Beispiel richtig alpinen Berg. Traumhaft schön. So, wenn ich wüsste, wo ich bin, würde ich es euch sagen, aber ich weiß es nicht. Das ist irgendwo südwestlich von Cluj Richtung irgendeinem Nationalpark, durch den wir nicht fahren, weil der sollte da sein, soweit ich weiß, aber den wir halt streifen. Und wie gesagt, ich habe erwartet, hier ein paar schöne Landschaften zu sehen und das ist voll und ganz erfüllt. Hier steht, wir fahren auf der D103, für die, die es interessiert. Mann, ich fasse gar nicht, was das hier heute für ein Tag ist. So ein schönes Wetter. Thermometer zeigt immer noch 22 Grad an, die Sonne scheint, die Straße ist super, die Aussichten sind super. Ein Traum. Nach dem letzten Fahrtag, wo ich doch ein bisschen angespannt war und ein bisschen genervt war, ist das hier mal eine ganz andere Welt. Na, hier gab es auf jeden Fall auch mal eine kleine Schmalspurbahn. Da steht sogar noch was. Okay. Bestimmt Holz hin und her transportiert. Sieht man auf der Kamera garantiert nicht. Naja, generell hier in der Gegend riecht es wieder extrem nach Holz. Das war schon mal auf dem Weg Richtung Siegeschwara so, ist jetzt hier wieder, obwohl hier gar nicht so dichte Wälder, zumindest nicht auf den ersten Blick, zu sehen sind. Dort gibt es ja ein Sägewerk, einen Holzbearbeitungsbetrieb nach dem anderen. Ich habe hier gerade mal ein bisschen Pause gemacht, weil mir gerade danach war und musste mal ein bisschen was trinken, wie auch immer. Das ist gleich mal richtig aufgefallen. Das ist so ein völlig fast vergessenes Gefühl irgendwie, dass wenn du hier unterwegs, als Motorradfahrer Pause machst, du dich nicht komplett auskleiden musst, auspellen musst bis zum Geht nicht mehr, damit du nicht den Hitzetod stirbst. Und auch die Handschuhe gleiteten ganz gemütlich, ganz einfach von den Händen runter und auch wieder drauf. Super, nichts Klebriges, nichts Verschwitztes bis zum Abwinken. Das ist unglaublich, dieses Gefühl habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Das hebt auch gleich mal das Komfortlevel. So, ansonsten kann ich sagen, wir sind immer noch in einer super schicken Gegend unterwegs. Daran hat sich nichts weiter geändert. Ab und zu mal werden die Hügel ein bisschen größer, Berge ein bisschen größer, ab und zu mal ein bisschen kleiner. Aber schön bleibt es so oder so, egal wie man das dreht und wendet. Echt schick. Aber es scheint auf jeden Fall auch eine touristisch erschlossene Gegend zu sein. Weil so wie da oben zum Beispiel so kleinere, so klein ist relativ in dem Fall, aber so kleinere Motels und Hotels gibt es hier plötzlich in der Gegend wieder ganz viele. Egal, ob es jetzt ein kleines Dorf ist oder eine größere Ansammlung von Häusern, wie auch immer. Und kann man durchaus auch verstehen, ist ja eine schöne Gegend hier. Aber es ist hier in der Ecke empfindlich kühl geworden. Motorrad zeigt auch bloß noch 20 Grad, also lass es 17, 18 sein, wie auch immer. Kann mich aber nicht dran entsinnen, dass wir irgendwie irgendwo hochgefahren wären. Also muss wohl
an diesem Schluchtenkessel, wie auch immer man das schimpfen soll, liegen. Aber ist schon schön hier. Da oben hat man noch wieder irgendwas in die Felsen gebaut. Finden sich überall Fenster. Kleine Höhlen, wie auch immer. Allerdings fällt hier in der Ecke auch auf, dass die Leute mehr Platz auf der Straße in Anspruch nehmen. Das war im Rest von Rumänien bisher eigentlich nicht so schlimm. Das hatten die Leute eigentlich ganz gut im Griff. Also hier von wegen Kurven schneiden und so. Aber das ist hier irgendwie, egal wie schwierig so eine Kurve ist oder nicht, irgendwie wieder an der Tagesordnung. Komisch. Gott, Polizei, meine Fresse. Ein Traum, Jungs. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Offensichtlich sind wir doch irgendwie bergauf gefahren, weil hier drüben geht links teilweise steil bergab. Man sieht das relativ schlecht wegen den vielen Bäumen dazwischen. Aber hier ist so eine Steilwand. Echt ein wunderbarer Ausblick darunter. Krass. Habe ich jetzt nicht mehr so erwartet, gebe ich ehrlich zu. Aber ich habe mich mit der Topologie auch nicht weiter beschäftigt. So, wir sind da. Oradea, also ein bisschen Randbezug. Was anderes kann ich mir nicht leisten. Aber hier ist extrem zusammengewürfelt mit super modernen neuen Hochhäusern, so wie hier jetzt. Dann war links jetzt wirklich richtig runtergekommen. Die Gegend hier ist alles irgendwie vertreten und das auf kleinstem Raum. Obwohl das Städtchen hier offensichtlich eine ganze Ecke größer ist. Und ja, ich habe vorher nicht geguckt, wie groß das ist. Na gut, so ist das halt. Kurzer Stopp, ein Tag hier und dann geht es ab Richtung Norden, wo es hoffentlich ein bisschen kälter ist, weil wir haben mittlerweile wieder 35 Grad. Keine Ahnung, wo die plötzlich wieder herkamen, aber sie waren plötzlich wieder da. Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Jungs und Mädels. Heute hier aus Oradea. Oradea. Ich war gestern schon mal unterwegs. Und muss sagen, es ist eine wirklich schöne Stadt. Super schön saniert, echt toll, ist nicht riesengroß, aber wirklich unglaublich schön. Ja. Ansonsten, ja, für mich ist es halt ein Zwischenstopp hier an der Stelle. Ne? Also so aus dem Weg. Ich habe es ja letztens gesagt, bin straff auf dem Weg nach Hause. Und insofern, ja, so hunderte, tausend Kilometer durchziehen will ich nicht. Muss mir ja mal ein bisschen im Schatten abstellen. Sieht man mich noch? Ja. Ja, wie gesagt, hunderte Kilometer am Tag runter zu schroten, das ist einfach nicht mein Fall und das will ich auch nicht und das mache ich auch nicht. Und insofern ist Oradea, wie gesagt, ein Zwischenstopp. Es gibt hier einen kleinen Vor, das will ich mir heute noch angucken. Wie gesagt, die Innenstadt selber ist super schön saniert und lohnt sich auf jeden Fall mal so einen kurzen Stopp zwischendrin zu machen, wenn man denn hier unten unterwegs ist. Über die Stadt selber weiß ich nichts. Ich habe auch nicht weiter irgendwie was hier lesen oder so. Ja, wie auch immer. Das ist halt ein Zwischenstopp, wie es so schön heißt.
Ansonsten geht es für mich dann morgen weiter. Wir werden sehen. Ich habe geplant, weil wir haben jetzt hier auch schon wieder, es ist 11 Uhr, wir haben 32 Grad, es gibt kaum Wolken am Himmel. Ja, also bin dann die Temperatur noch ein bisschen leid. Insofern habe ich geplant, als nächstes direkt nach Polen durchzufahren. Das wird dann also eine größere Strecke. So weit ist jetzt auch nicht. Also quasi einmal hier Ungarn und entsprechend Slowenien einmal durchzuschippern. Das ist ja jeweils dann der Westzipfel, die sind nicht so groß. Und dann bis an die Grenze Polen bzw. rüber nach Polen. Die nächsten Tage werden auf jeden Fall Campingtage werden, weil ich noch ein bisschen Geld einsparen muss. Weil auf dem Weg nach Hause liegt auf jeden Fall noch Wrocław. Da will ich auf jeden Fall noch mal ranfahren für ein paar Tage. Und da momentan immer noch Urlaubs- und Ferienzeit ist, sind natürlich auch da die Preise nicht sonderlich günstig. Also um mein selbst erklärtes Ziel von maximal 30 Euro für Übernachtung weiterhin aufrechtzuerhalten, muss ich ja zwischendrin irgendwo mal ein bisschen sparen. Und insofern wird das die nächsten Tage wieder Camping sein. Gibt noch einen anderen Spot, den ich gerne sehen will. Also mal schauen, wie viel ich euch davon zeige oder nicht, weiß ich noch nicht. Weiß auch nicht, wie weit das interessant ist für euch oder nicht. Mal gucken. Aber heute sollte erstmal um Oradea gehen. Ich nehme euch mit, zeige euch ein bisschen was von der Stadt. Wie gesagt, die ist super schön saniert, wirklich schick. Ob es wie gesagt jetzt ein unbedingter Ausflugsort ist, sei mal dahingestellt. Aber ich kann auf jeden Fall für jeden, der hier entlang kommt und da zeitlich irgendwo reinpasst, definitiv empfehlen, hier anzuhalten. Ja. Gut, okay, wir gucken mal, wie denn da so ausschaut und wie gesagt, ich nehme euch mit.
Soweit war das Oradea und ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie mir. Es ist eine super schöne Stadt mit schicken Restaurants und Cafés und wie schon mal gesagt, ist wirklich unglaublich gut saniert, ähnlich wie in Cluj. Nur, dass das hier deutlich entspannter war als das, was man da in Cluj hatte, hat mir persönlich auf jeden Fall viel, viel besser gefallen. Wie die beiden Städte jetzt einzuordnen sind, rein wirtschaftlich und so weiter und so fort, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, Oradea hat mir persönlich auf jeden Fall viel, viel mehr gefallen. Und ich denke auch, dass man hier ein bisschen Zeit verbringen kann, wenn man das ein oder andere Museum hier mitnimmt, weil ich nicht gemacht habe, weil ich keine Lust hatte. Aber grundsätzlich, wie gesagt, super, super schick. Auf dem einen oder anderen Bild hat man sicherlich gesehen, dass ein bisschen was in Vorbereitung für ein Fest da sind. Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es da um einen Halbmarathon, der morgen stattfindet. Und ja, dazu ist halt Eröffnungsfeier heute Abend. Und damit steht auch mein Abendprogramm fest. Das heißt, jetzt ist wie gesagt schon später Nachmittag. Ich gehe jetzt nochmal eine Runde duschen, ziehe mir ein paar passendere Klamotten an, damit ich nicht ganz so wie ein Penner aussehe. Und dann ist das Abendprogramm eben schon mal gesichert für mich. Insofern, ich bin Jens, das ist meine kleine Weltreise. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns dann morgen wieder. Morgen geht's mit großen Schritten Richtung Polen. Wohin, sage ich dann morgen. Alles klar. Denn bis dahin und tschüssi.